Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten des Sowjets Remastered. Ganz genau, liebe Leute, und ja, was ist denn hier direkt los? Shit, Hubschrauber, okay. Und ja, ich habe jetzt eine neue Aufnahmesession gestartet tatsächlich. Also neue Woche hier. Und das geht mir doch direkt auf den Sack. Und, ja, liebe Leute, willkommen zurück bei Command & Conquer. Es ist jetzt gerade ein bisschen... Die nerven mich gerade hier so ein bisschen, ne? Der mit seinen Hubschraubern. Ich kann natürlich auch keine Flaks hier bauen, ne? Ich wollte euch doch mal richtig begrüßen hier, liebe Leute. Mann. Da kommt er hier mit dem Schlaggröße an. Ich fasse es nicht. Ich kann euch nicht mal richtig begrüßen, Leute. Das ist ja wohl nicht wahr. Lass mal meinen Sammler in Ruhe. Verdammt nochmal. So. Geht's jetzt bald mal wieder. Was für ein Aufnahmestart, ey. Meine Güte. Jetzt kommt er da wieder angeschissen. Okay. Ich brauche Geld, Leute. Ich habe keine Ressourcenfelder hier. Was ist das denn für ein Kack? Wirklich. Das ist aber mal richtig Mist hier. Ich habe kein Ressourcenfeld. Keine Möglichkeit, irgendwie an Geld zu kommen. Das ist natürlich gerade... Oberscheiße, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also, Leute. Was zur Hölle? Da oben. Okay, da oben, Leute. Jetzt lass doch mal meinen Sammler in Ruhe. Wirklich. Du nervst mit deinen Hubschraubern. So. Da oben hin könnt ihr. Dann lass den daneben schießen. Ja, genau. Okay, dann sammel du mal die Sachen da ein, bitte. Und ja, liebe Leute, neue Woche, neues Glück. Ich nehme es an einem Sonntagnachmittag auf jetzt hier. Und ja, hoffe einfach mal, dass das jetzt hier gut geht mit der Kohle. Ich habe ja wirklich mal keine Kohle mehr hier. Boah, die ziehen schon übelst viel ab, die Hubschrauber, ne? Dieser Turm da, der regt mich auch irgendwie auf. Gut, Raketenwerfer, der macht das schon. So, genau, zack. So, Leute. Spionageflugzeug, so. Um Himmels Willen. Boah. Die Hubschrauber gehen mir so auf den Piss. Unfassbar. Also wirklich, Leute. Ah. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh nein. Da ist der scheiß Hubschrauber wieder. Ich brauche eine Flak. Den schaffen die nicht, oder? Warum treffen die so gut? Oh, Gott sei Dank. Ich brauche die Kohle jetzt mal hier. Oh mein Gott, ja. So, Flak. Zack. Blöde Hubschrauber. Mist. So. Puh. Okay. Gut, Leute, da war die Flak. Sehr schön. Okay, Sammler, dann geh du mal wieder hier hoch. Und du sammelst bitte Edelsteine. Boah, da haben wir es ja doch noch geschafft hier. Hab doch noch ein Erzfeld gefunden. So, der Raketenwerfer kommt mal mit. Zack. Ja, sehr schön. Raketenwerfer sind einfach Bombe hier. Und ja, liebe Leute, da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Command & Conquer. Oha, was versucht dann da? Na ja, gut, egal. Schafft er eh nicht. Wo schießt der denn drauf? Oh, Mannequin. Okay, Mannequin. Ha, so. Oh, wir brauchen tatsächlich Silos. Okay. Raketenwerfer und Mammuts. Das ist jetzt der Plan hier. Raketenwerfer und Mammuts. Wo schießt du drauf? Schieß doch da drauf, da oben. Das, da ist doch das Gebäude. Ja, dann würde ich sagen, mach da mal ein bisschen Stress und bevor ich mal eine U-Boot-Werft. So, den muss ich ja wieder aufbauen. Jawohl, den Turm hat dieser platt gekriegt. Sehr cool. Ach, wieder kein Geld, liebe Leute.
Ja, ich habe ein bisschen verschnupft momentan. Aber ja, so. Ach, da ist schon wieder so ein Drecksbunker. Ja, okay, da oben ist seine Basis. Also, ich verstehe schon, Leute. Ich verstehe schon. Die müssen wir einfach nur platt machen. So, dann würde ich sagen, baue ich einfach mal weitere Einheiten. Wir haben hier einen Flieger. Die können wir da drauf ballern. So, genau. Und jetzt kommt er aber ordentlich angeschissen da, wa? Ja, aber geht schon. Geht schon, Leute. So. Das ist aber uncool, was du da machst. Das ist aber echt uncool. Ey! Geht auf meinen Sammler eiskalt. So. Keine Chance hier. Ich habe hier 3 Teslas stehen. Mann. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal mit den U-Boot mal ein bisschen weiter hier. Ja, und was zur... Ein Gummipanzer. Gott sei Dank, ey. Meine Fresse, die Flugzeuge habe ich echt gebraucht. Kann ich eigentlich Hubschrauber bauen? Hey, ich kann Hubschrauber bauen, mache ich gleich mal. So, Flugzeuge, Jagdbomber. Mach mal diesen Sammler da platt, bitte, für mich. Zack. Was war das denn? Was war das denn, wenn wir Krieger schaden, Leute? Okay. Ich habe wieder keine Kohle, okay. Interessant. Ja, Spionageflugzeug. Ich weiß ja, wo die Basis ist. Die ist ja hier, ne? Genau. Fallschirmbomber. Der kann mal versuchen, diesen Bunker da platt zu machen. Warum eigentlich nicht? So, und dann könnte ich eigentlich noch Hubschrauber gebrauchen, ne? Naja, gut, Leute. Erkunden wir mal weiter die Karte hier. Da versucht das wieder mit Manifest. Zack, zack, zack. Alle weg. Sehr schön. Dann sind wir auch schon wieder bei der 8. Minute. Oh mein Gott, das ist ja wirklich... Es geht so schnell hier. Oh Gott. Hört ihr auf? Hört ihr auf? Oh, Gott sei Dank, ey. So. Mach den Gummipanzer platt. Oder mach die platt hier. So, diese Mannequin da. So. Und zack. Sehr schön. Und wir brauchen Seelos. Gut, dann kann ich mal Hubschrauber bauen, tatsächlich. Hubschrauber? Raketen-U-Boote habe ich leider nicht, ne? Schade, schade, Leute. Ich habe keine Raketen-U-Boote. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. So, ich habe hier schon mal ein paar Einheiten. Die reichen aber noch lange nicht. Ich kenne ja den alliierten Sack. Die reichen noch lange nicht, Leute. So. Aber schon mal geilen Hint-Hubschrauber hier. Hint-Helikopter, genau, Leute. So, ja, weiter geht's mit dem Let's Play in Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, wie geht's euch so in der Corona-Zeit? Mich tangiert es momentan eher weniger, muss ich sagen, weil ich habe arbeitsmäßig halt... Was haben wir denn da? Ich habe arbeitsmäßig halt, Homeoffice. Das heißt, ja, eigentlich jobmäßig hat mich das jetzt nicht so tangiert. Klar, ich habe einen Job gewechselt im letzten Jahr. Aber das hatte andere Gründe. Und warum hängt denn die Maus manchmal so nach? Was ist das hier überhaupt? Da ist ein Dorf, ne? Da ist eine Kirche. Da kann ich gleich mal meine Manneken reinsetzen da. Oh, zack. Weg damit. Was kommt da mit Manneken an? Okay, was haben wir denn hier unten für ein Dorf, Leute? Kriegen wir da vielleicht Geld raus? Aus der Kirche hier? Kriegen wir da Geld raus? Das wäre geil. Das wäre richtig cool. Wo ist eine Kiste? Ist das Geld? Das ist tatsächlich Geld. Oh mein Gott, wie geil. Das ist tatsächlich Geld. So. Was macht der Sammler da schon wieder? Der kann doch da oben hinfahren. Habe ich jetzt eigentlich 3? Ich habe doch einen 3. gebaut. Hat er mir einen weggeballert? Der Penner.
Hat der mir einen Sammler weggeballert? Das ist dreist. Das ist ja wohl mal mega dreist. So. Aber gut, liebe Leute. Wir haben zum Glück hier dieses Dorf hier gefunden auf der Insel. Wo war man. Eine Heilkiste. Diese silberne Kiste ist, glaube ich, eine Heilkiste. Aber wozu? Also. So, jetzt habe ich meine drei Sammler tatsächlich. Was will dieser Gummipanzer? Was willst du, hä? Was willst du, Penner? So. Ja, komm. Nimm die einfach. So. Dann machen wir dieses Haus da unten platt. Ratatatatat. Genau. So, dann würde ich sagen, brauche ich weitere Hubschrauber. Die Flugzeuge, die können das hier platt machen. Und diese U-Boote können wir weiter erkunden. Genau. So. Und die restlichen, die können dann hier diesen Typi da wegmachen. Das schaffen sie noch nicht mal. Was macht der denn? Okay, interessant. Gut, dann habe ich allerdings meinen Hubschrauber gleich fertig. Und zwar genau jetzt. Und dann würde ich mal sagen, der geht mir langsam echt auf den Sack, ne? Ja, ganz ehrlich mal so sagen, ja. Und das ist mega dreist, was der da macht. Also das geht gar nicht. Hallo? Team 3? Ich habe gesagt, Team 3 soll hier den Sammler abballern, Mann. So, Flugzeuge. Komm mal mit drauf. Verdammt. Okay, gut, dann wieder raus. Da ist eine Geldkiste, ne? Leute, schaut mal da. Da ist eine Geldkiste. Shit. Am besten diese Männchen direkt wegmachen. So. Sehr cool, Leute. Dann würde ich sagen, Fallschirmbomber hier drauf. Männchen hier hin. So. Da ist nämlich auch noch eine Geldkiste. Ja, ich weiß, dass wir Silos brauchen, Typ. So. Kiste Kohle. Sehr gut. Und da ist auch noch eine Kiste. Das macht die mal im Arsch. Und ja. 4 und 4. Oh, schaut mal. Helitrans. Wir können Transporthelikopter bauen. Oh mein Gott. Das ist ja mal mega cool. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Oder? Nö. Brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Ja. Einfach Mammuts bauen. Ja. Ihr habt keine Ladung mehr, ne? Nee. Schade. Komm, die schafft das sehr gut. So, das versucht das wieder mit Minikin. Da ist wieder eine Geldkiste. Oh mein Gott. Wir kriegen hier richtig viel Geld. Das ist immer mega nice hier. So. Würde ich sagen, kann ich die Kohle auch ausgeben, ne, wenn ich sie hab. Ach, jetzt nerv doch nicht mit deinen Panzern da. So, liebe Leute, unsere Armee wächst tatsächlich. Schaut euch das an. Richtig gut, ey. Da war wieder eine Katze. Ja, mach das einfach platt. Keine Ahnung. Ja, das hier auch. Muss ich zwar die Steuerungstaste gedrückt halten für, weil wir normalerweise das nicht platt machen können. Aber vielleicht ist ja Kohle drin. Wer weiß. Kohle kann man immer gebrauchen. So, liebe Leute, dann machen wir mal alles platt. Aber da ist, glaube ich, nichts mehr. Nee, nee. Die U-Boote. Können die dann noch den Zipfel da noch erkunden? Sehr schön. Dann noch hier unten das. Und dann können die mal hier fahren. So, oh, was ist das denn? Oh. Die haben die Brücke platt gemacht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Der Penner hat die Brücke im Arsch gemacht. Bestätigt. Ja, toll. Jetzt ist dieses Erzfeld irgendwie. Warte mal, Spionageflieger. Ja, toll. Die Edelsteine sind für'n Popo. Shit. Ja, dann muss ich jetzt mit dem auskommen, was ich hier hab. Ne? Dann muss ich jetzt mit dem auskommen, was ich hier hab, aber. Die Tatsache, dass sie durch die Basis fahren können, ist doch eigentlich. So.
ist doch eigentlich eine Tatsache, die mir Mut macht. Weil dann hat er vielleicht gar nicht so viel hier drin. Ja, das kann ja sein. Ah, mach den platt. Ja, toll. Penner, ey. So. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, muss ich mir den Trupp hier nehmen, Team 1. Ja, mach den platt, ist okay. Penner. Alliierter Penner. So. Haben wir hier noch was drin? Ich weiß, dass ich kein Geld mehr habe hier. Was kommt denn da schon wieder angeschissen? Wo kriegt der denn die Einheiten her, sagt mal? Und der hat einen Schlachtkreuzer. Der hat einen Schlachtkreuzer. Geht mal da raus. Wo hat der den Schlachtkreuzer sitzen? Da unten hat er den. Okay. Dann. Och nee. Mein Timer ist wieder Schrott. Oh, das geht aber gar nicht, Leute. Das geht aber gar nicht, was er da macht. Und. Verdammt. Das geht aber gar nicht. Naja, gut. Liebe Leute. Ja, jetzt ist hier gerade tote Hose. Tatsächlich. Aber die Flieger, die können ja auf diesen Schlachtkreuzer da ballern. Mal gucken, ob die es überleben. Ach, das war mir so klar, dass die einen weghauen hier. Diese Penner, ey. Verdammt nochmal. Ich habe kein Geld. Ja, toll. Ich habe keine Kohle, um das zu reparieren. Verdammt. Oh Mann. Leute. Ich habe nur diese paar Einheiten. Was soll denn das? Dann ist der Schlachtkreuzer noch nicht mal platt. Kommt ihr da hin? Nee, glaube ich nicht. Natürlich hat er da noch Verteidigung, ne? Ist klar, Leute. Ist klar, ist logisch. Wie soll ich jetzt an Geld kommen? Da muss ich die U-Boote opfern. Ja. Dann muss ich die U-Boote opfern, tatsächlich, ja. Dann macht den Scheiß platt. Sehr, sehr schön. Der Schlagkreuzer ist weg. Das heißt, dann würde ich das nochmal speichern. Mission 12 Add-on. Und ich brauche noch eine Uhr. Weil ja mein Timer im Arsch ist. So, eine Sekunde. 10 Minuten, das muss reichen. Gut, dann würde ich sagen, Team 1 kann schon mal nach vorne gehen. Luftunterstützung ist ja da. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Ah, batz, batz. So, sehr schön. Gut, liebe Leute, dann rein da. So. Dann könnt ihr hier, zack, genau, diesen scheiß Schattengenerator weg. So, dann haben wir hier einmal Fallschirmbomben. Einmal da drauf. Genau, auf die Manneken-Fabrik. Sehr schön, die haben sogar getroffen. Cool. Und Fallschirmtruppen mache ich gleich weg. So, liebe Leute, dann zack. So, dann würde ich sagen, Team 2 kann dahin. So, zack, zack, zack. Sehr gut. Und Team 3 kann das Ding da platt machen. So, geht mal da raus bitte aus der Reichweite. So, was zur Hölle. So, liebe Leute. Gehen wir aus der Reichweite raus da. So, die Schrauber haben das erledigt. Ah, shit. Scheiße. Ich hab mir schon irgendwas ähnliches gedacht hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Genau deswegen habe ich es vorher gespeichert, ey, weil ich genau wusste, dass da irgendein Gebäude war, was ich nicht kaputt machen darf. Das kann doch nicht wahr sein. Es gibt immer so einen Trick hier. Ach, Mann. So. Nutzen Sie, können Sie die Chronosphäre mit Leichtigkeit einnehmen? Ja, toll. Die haben aber nur von der Chronosphäre gesprochen. Naja, gut, egal. Dann können die Raketenwerfer erstmal hier diese Schiffe da platt machen, genau. So. Dann lasst euch aber nicht platt machen, Mann. So, aber ein Schiff ist weg, Leute. Ein Schiff ist schon weg. So, gut. Dann macht ihr mal bitte hier das platt. Da sind die, da ist der Gummipanzer und der baut sich auf, ne? Der baut sich wieder auf hier. Das Schiff da unten geht mir auch auf den Piss irgendwie. So, Leute. Gut. Lass doch mal meine Raketenwerfer in Ruhe. Dieser dämliche Schattengenerator, ne?
So, dann habe ich hier noch den Bomber, genau. Und Team 2 kann hier drauf, Team 3 kann da drauf. So. Verdammt nochmal, warum ruckelt das denn jetzt eigentlich so? Mann, ey. So. Weg damit. Die Hubschrauber können auch das Ding da platt machen. So. Und rums. So, macht das Ding im Arsch. Nicht auf das Technologiezentrum, Leute. Nicht auf das Technologiezentrum. Das muss ich irgendwie einnehmen oder so, keine Ahnung. Ja gut, dann macht das hier platt. So, da ist noch ein Bunker. Jetzt habe ich noch meine 5 Mammuts, ne? Ja, toll. Scheiße. Ja gut, aber das sollte doch passen. Ich mache hier nach und nach seine Basis einfach platt. Wenigen platt. So. Die Lufteinheiten können da drauf und ihr könnt mal hier unten diese Flak auch platt machen. So. Toll. Team 2 hat nur noch 2 Flieger, ne? Ja. Dann macht hier oben. Machen wir die jetzt strukturiert platt, diese Basis, ey. Mensch. So. So. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Oh mein Gott. Diese Türme, ey. Die waren bei mir aber damals nicht so viel Schaden gemacht. Diese blöden Türme hier. Aber gut, Leute. Nicht schlimm. Kriegen wir auch so hin. So. Das ist echt ein Sack, ne? Da hat er hier die Brücke platt gemacht, ey. Ist unglaublich. Naja, gut, egal. Wir haben noch Fallschirmtruppen. Wo soll ich die hinpacken? Oh, mach die mal hier hin. Für die 5 Invasoren da. Was? Leute, so, zack, direkt weg. So, dann stellt ihr euch mal da hin. Ohne Weg da abzuschneiden. So. Dann zack. So. Gut, Leute. Da ist der Bauhof, Leute. So, dann würde ich sagen, mach die Energie platt. Ach, diese Flak. Diese Flaks, Mann. So, weg damit. Was zur... Wo? Ach, da. Ja, toll. Danke, dass du jetzt mal alle meine Flieger platt gemacht hast hier. Toll. Naja, gut. Und hier ist noch ein so ein Drecksschattengenerator, ne? Irgendwo. Geht immer dahin. So. Mach diese Drecksenergie mal weg hier, so. Ah, die werden abgeballert, okay. Oh, und noch ein Bunker, ja toll. Dann, Leute. Dieser Gummipanzer. Oh. Die Patrouille für den Sammler. So. Aber die Mission haben wir geschafft, liebe Leute. Und zwar genau pünktlich zum Folgenende, denke ich mal. Team 2 ist weg. Ja, toll. Shit. Ich habe keine Mix mehr. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Da ist dieser Drecksschattengenerator. Der Typ hat keine Energie mehr. So. Sammler noch ein bisschen beschädigen. So, Leute. Dann haben wir das doch. Aber das ist doch keine Chronosphäre hier. Das ist doch keine Chronosphäre. Wirklich nicht. Naja, gut. Da ist noch ein blöder Geschützturm, ey. Ah, das ist natürlich genau falsch gelaufen. Naja, gut, egal. So. Durchs Geschützturm. So. Der Bomber, da kann man hier unten auf den Bunker ballern. So. Ja, und dann hängt es nur von meinen Hubschraubern ab. Ja. Lustig, ey. Lustig. So, Spionageflieger. So. Nur 2 Hubschrauber. Das ist ja wohl lächerlich. Verdammt nochmal. Gut, egal. Dann habe ich hier noch ein paar Minikin. Kann hier oben noch die Sammler platt machen. Genau. Genau, mach die schön platt. Und da wollte nämlich wieder überfahren, der Sack. Der Sack wollte wieder überfahren, tatsächlich. So. Nein. Das ist ein Penner, wirklich. So, diesen Drecksammler im Arsch.
So, das hier sollen wir einnehmen, oder was? Das geht aber auch schnell kaputt, ne? Das geht aber auch echt schnell kaputt. So. Dann würde ich sagen, verkaufe ich mal ein bisschen was hier. So. Sammler, kann ich dich verkaufen? Ich kann dich verkaufen, oder? Warum geht das nicht, Leute? Schade. Gut, egal, aber die Flak brauche ich nicht mehr. So, dann brauche ich nämlich einen Invasor. Um Gottes Willen. Was baust du da? Hör auf, Einheiten zu bauen. Ich brauche keine Einheiten mehr, glaube ich. So. Doch, einen Hubschrauber könnte ich noch gebrauchen. So, Leute. Ja, und dann brauche ich nichts mehr. Okay, vielleicht ist da noch Kohle drin. Ansonsten werde ich den jetzt hier einnehmen. Und dann weiß ich nicht mehr. Es ist auf jeden Fall keine Chronosphäre. Ne? Es ist ein Tech-Zentrum. Naja, gut. Könnt ihr bitte alle da drauf ballern? Da ist nichts mehr. Alles klar. Ansonsten gibt es ja nichts mehr hier von den Alliierten. Ne? Es kann ja nur das sein. So, nochmal speichern. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge hier gefallen hat, liebe Leute. Weil hiernach mache ich definitiv Schluss. So, haben wir es jetzt. Na, ich muss den noch platt machen. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ich muss den noch platt machen, diesen blöden Sammler. Ja gut, dann macht den Sammler halt kaputt. So. Ach, jetzt kommt er nochmal und will mich hier nochmal rauszögern, ne? Der will es nochmal rauszögern, der Sack. Aber schaff's denn nicht. So. Ja, Leute. Ist hier noch was? Jetzt fängt das Gesuche wieder an, ne? Jetzt geht das Gesuche wieder los. Es könnte sein, dass der sich hier noch versteckt, dieser blöde Sack. Dieser scheiß Sammler, ey. Mann, Mann, Mann. Worte habe ich keine mehr. Moment mal. Hier ist noch was Blaues, aber... Ach! Ein Mannequin. Ja, okay. Und dann noch diesen Bunker da. Ah, okay. Alles klar. Da ist gerade meine Uhr angegangen, aber das ist mir jetzt egal. Ich glaube, diese paar Sekunden... ja. Schaffen wir schon. So. Zack. Immer noch. Da ist immer noch was. Wartet mal. Da ist immer noch was? Was ist denn hier noch? Verdammt. Hier ist doch nichts mehr. So. Da oben versteckt sich noch ein Panzer. Dieser Sack, ey. Wirklich. So. Ah, okay. Ein Panzerchen hier. Ja, toll. Es ist doch bescheuert, ey. Ja, Mannequin, hoch auf diesen Panzer. Ja, los. Ich habe leider keine schnellen Einheiten mehr hier. Nur diese zwei Hubschrauber. Ja. Aber das muss es doch dann wirklich gewesen sein. Hier gibt's doch nichts mehr. Oder? Ziel wählen. Ja. Fallschirmtruppen noch. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Yes, Leute, yes. Wir haben es geschafft. Sehr cool. Oh, Cutscene. Das war aber... Oh. Sie waren sehr fleißig, Tovarisch. Ich habe Order, Ihnen den Stern der Sowjetunion zu verleihen. In Anerkennung Ihrer Verdienste bei dem geglückten Versuch, die Alliierten an der Fertigstellung ihrer neuen Spielzeuge zu hindern. Gut gemacht, mein Freund. Vielleicht etwas zu gut. Vielleicht sitzen Sie ja bald in diesem zugigen Büro. Und dann müsste ich mir vermutlich Sorgen machen um meinen Job. So sieht's aus, Kollege. So sieht's aus. Wir steigen weiter auf. Und, meine Güte. Die Cutscene eben, da stand unten was dran, aber ich habe keine Stimme gehört. Das war irgendwie komisch. Aber gut, Leute. Neue Cutscene gesehen. Und einmal Bonusgalerie freischalten, abschließend Schlaftrunk. Okay, dann würde ich sagen, gucke ich mir die noch an.
Bitte, ohne Spoiler, Leute. Nein, 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 ich will nichts sehen. Ich will nichts sehen, außer dass da wieder eine scheiß weiße Karte ist. Aber gut, Leute. Bonusgalerie, haben wir auch nicht mehr viel. VHS der Sowjet-VQ-Filmsequenzen am 3. Januar 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts Los Angeles entdeckt. Da sind also die coolen Cutscenes drauf. Ja? Interessant, was war das hier? Achso. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, beende ich mal die Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ja? Tschüss.